Richard, ich weiß jetzt, warum die Lisbeth nie auf der Truckshow im Bild ist. Sie kommt momentan nicht zum Friseur und ihre Haare schauen fürchterlich aus. Sag mal, Trax, du bist aber ganz schön frech auf einen Montagmorgen. Weißt du nicht, dass die Fräulein Elisabeth auch deine Lehrerin ist? Ja, schäm dich. Schäm dich ganz kräftig. Du hast's natürlich leichter. Du hast keine Haare. Das habe ich jetzt wieder nötig gehabt, du frecher Vogel. Beginnen wollen wir heute mit Mathematik. Du siehst ganz viele Zahlen, ganz viele Geldbeträge und wir befinden uns auf Seite 94 und 95 im Trax-Buch Teil B. Ich blende dir diese zwei Seiten jetzt einmal kurz am Video ein. Und jetzt schalten wir ein bisschen um. Vom Bild auf Text. Auf deinem Bild hast du ganz links oben einen Malkasten, der 2 Euro kostet. Das habe ich dir hier hingeschrieben. Wo findest du das Auto auf dem Bild? Zeig bitte aus dem Wohnzimmer hier direkt an dieses Buch. Und wo landet dein Finger? Richtig. Wir haben die Dinosaurier gleich daneben. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet Stück? Bekommst du alle 4 Dinosaurier, die du auf dem Bild siehst, um 3 Euro? Denk mal kurz nach. Aha, ich merke schon, ihr habt gut mitgedacht, ein Dino kostet 3 Euro. Einer. Wenn du alle 4 haben wolltest, müsstest du 4 mal 3 Euro bezahlen. Teddy daneben kostet 5 Euro. Die Puppe 4 Euro. Eine von beiden, nicht beide zusammen. Eine Puppe kostet 4 Euro. Ein Ball kostet 3 Euro. Und weiter geht's auf der rechten Seite. Da haben wir einmal am Kleiderständer hängen T-Shirts. Ein T-Shirt kostet 3 Euro. Daneben hängen Hosen und es liegen ein paar auch auf dem Tisch. Eine Hose kostet 10 Euro. Die Brille kostet 5 Euro. Ein Spiel, je, das Wörtchen je, bedeutet eines. Hier liegen insgesamt wie viele Spiele? Schau genau. Heb bitte so viele Finger in deinem Wohnzimmer, wie es Spiele sind. Ihr habt es richtig gemacht. Es sind 4. 4 Spiele. Aber ein Spiel kostet 3 Euro. Wenn du 2 Spiele kaufen würdest? Richtig. 2 mal 3 und das sind 6. Du hast das völlig richtig gewusst. Eine CD kostet 2 Euro oder DVD und ein Buch kostet 2 Euro. Die Trommel kostet 9 Euro und die Tasche hier unten kostet 6 Euro. Ich lege das Buch jetzt mal weg. Ich habe meine Aufgaben für dich an der Tafel schon vorbereitet. Wir wollen uns jetzt die Aufgabe 1 ansehen, die im Buch schon ein bisschen vorgelöst ist. Die Brille kostet 5 Euro. Ein Spiel kostet 3 Euro. Für eine Brille hier ein 5-Euro-Schein, für das Spiel 1 Euro. Da fehlt doch noch was. Was fehlt hier, Kinder? 1 Euro? Habe ich da gehört aus dem Hintergrund? Bitte aufpassen, wir brauchen 3. 1, wie viel fehlt auf 3? Super, jetzt stimmt's. 2 Euro brauchen wir noch dazu. Und wie viel muss man für beides zusammen bezahlen? 5 plus 3, das sind, ich habe es von allen schon gehört, natürlich, das sind 8 Euro. Die Aufgaben 2, 3 und 4 im Buch funktionieren genauso.
Ein bisschen komplizierter wird es bei Nummer 5 und 6. Deswegen machen wir die Nummer 5 jetzt gemeinsam. Schau mal genau, was kostet die Tasche? 6 Euro, gut. Also wir brauchen mal 6 Euro für die Tasche. Ich ringe die Zahl wieder ein, damit kennt man sie leichter vom Eurozeichen auseinander. Du musst es natürlich nicht einringen. Was kostet eine Puppe? Ganz richtig, eine Puppe kostet 4 Euro. Den Vierer ringe ich dir wieder ein, dass du siehst, das ist die Zahl. Was kostet ein Spiel? Ein Spiel kostet doch tatsächlich 3 Euro. Wenn du jetzt alle drei Sachen haben möchtest, musst du für alle drei zusammen bezahlen. Das heißt, welches Rechenzeichen brauchen wir? Das Plus oder das Minus? Schäm dich, Trax, da hinten, du zeigst ein Minus. Die Kinder haben alle gewusst, dass es Plus bedeutet. 6 Euro plus 4 Euro plus 3 Euro, das sind 6 plus 4 sind, richtig, sind 10 plus 3 sind 13 Euro. Die Nummer 6 funktioniert ganz genauso. Und das war's auch für heute schon wieder mit Mathematik. Ja, Kinder, mit beim Lesen wollen wir heute mal mit einer Fortsetzungsgeschichte beginnen. Das heißt, ihr müsst zuhören und bei der nächsten Trax-Show gibt es dann die Fortsetzung der Geschichte. Da solltest du dann immer noch wissen, was zuvor passiert ist. Diese Geschichte heißt Der Buchstabenfresser, wurde geschrieben von Paul Maar und hat ganz viele lustige Bilder von Manfred Bofinger drinnen. Und die Geschichte beginnt, ich verrate es euch schon mal, mit einem Ei. Und Ostern ist ja nicht mehr lange vorbei, also passt das Ei ganz gut. Außerdem spielt in der Geschichte jemand mit, der ist ein bisschen wie der Trax. Was? Ja, ja, mein Freund, es gibt noch andere Wesen auf dieser Erde, die oft nur Unsinn im Sinn haben. Ich? Doch nicht! Doch, Trax, du hast oft genug Unsinn im Sinn. Aber lassen wir dieses Thema, das können wir ein anderes Mal diskutieren. Jetzt möchte ich den Kindern die Geschichte vom Buchstabenfresser vorlesen. Die ganze Sache fing damit an, dass Claudia im Garten das große Ei fand. Es war hellblau und ungefähr so groß wie ein Autoreifen. Wenn man genau hinguckte, sah man auf der blauen Schale lauter kleine Buchstaben. Claudia hatte noch nie ein hellblaues Ei gesehen und ein so großes schon gar nicht. Vielleicht ist es ein Saurier-Ei, dachte Claudia. Ich muss es gleich Papa zeigen. Claudia ging zum Haus. Papa stieg gerade ins Auto und wollte wegfahren. Papa, warte, rief Claudia. Komm schnell mit in den Garten, ich habe ein Ei gefunden. Ich glaube, es ist ein Saurier-Ei. Es ist hellblau und fast so groß wie ich. Du musst es dir angucken. Papa lachte und sagte, keine Zeit, ich muss ganz schnell ins Geschäft fahren. Leg das Saurier-Ei doch einfach in unseren Keller. Ich schaue es mir an, wenn ich zurück bin. Dann lachte er wieder, winkte Claudia zu und fuhr weg. Claudia sagte, wie soll ich denn so ein großes Ei in den Keller schaffen? Das ist doch viel zu schwer. Aber als sie wieder im Garten war, probierte sie es doch. Das Ei war viel leichter, als sie gedacht hatte. Kaum schwerer als ein Luftballon. Claudia nahm das Ei und trug es die Kellertreppe hinunter.
öffnete die Kellertür mit dem Ellbogen und wollte das Ei drinnen vorsichtig hinlegen. Aber es fiel ihr aus der Hand und bekam einen dicken Sprung. »Mist«, sagte Claudia, »jetzt ist die doofe Schale zerbrochen.« Irgendwas knackte und kratzte im Ei. Gerade so, als nagte jemand von innen an der Schale. Claudia erschrak. Sie rannte die Kellertreppe hoch zu Mama. »Mama, komm schnell«, rief Claudia. »Im Keller ist ein Saurier-Ei. Das macht ganz komische Geräusche.« Mama saß am Computer und tippte Zahlen ein. Sie sagte, »Claudia, stör mich jetzt nicht. Du siehst doch, dass ich arbeite.« »Du musst aber kommen«, sagte Claudia. »Ich glaube, da schlüpft gerade ein Saurier aus.« Mama hörte auf zu tippen und lachte. »Die Saurier sind leider ausgestorben«, sagte sie zu Claudia. »Spiel lieber ein anderes Spiel.« Claudia sagte, »Das ist kein Spiel, da ist wirklich ein Ei. Wenn kein Saurier drin ist, dann vielleicht ein großer Vogel oder ein Krokodil. Die schlüpfen nämlich auch aus Eiern. Das habe ich in der Schule gelernt, bei Frau Wagner.« Mama sagte, »Ja, ja, schon recht, und jetzt geh du bitte wieder in den Garten. Bei so schönem Wetter spielt man nicht im Keller.« Dann drehte sie sich um zum Computer und tippte weiter Zahlen ein. Claudia ging zur Treppe, stieg hinunter, öffnete die Kellertür und guckte vorsichtig hinein. Das Ei war aufgebrochen. Auf dem Boden lag nur noch die leere Schale. Claudia schaute sich um, aber da war nichts zu sehen. Kein Saurier, kein großer Vogel und auch kein Krokodil. Claudia ging wieder nach oben. »Wenn Papa kommt, zeige ich ihm die Schale. Der glaubt mir bestimmt, dass da unten ein Ei war«, sagte sie zu Mama. Mama antwortete nicht. Sie war beschäftigt. Claudia ging in ihr Zimmer und fing an zu malen. Ab und zu guckte sie aus dem Fenster. Aber Papa kam immer noch nicht. Wie langweilig! »Schon aus?« »Nein, Trax, natürlich nicht. Aber für heute. Die Kinder sollen ja auch ein bisschen neugierig sein, wie es nächstes Mal weitergeht. Und Kinder, habt ihr gemerkt, wie gut der zugehört hat? Ich glaube, dem gefällt die Geschichte.« »Natürlich!« »Na gut, Trax, dann freuen wir uns schon auf die Fortsetzung in der nächsten Trax-Show.« Bei dieser Aufgabe versuchst du, mit deiner rechten Hand, mit deinem rechten Daumen-Zeigefinger, das linke Ohrläppchen zu greifen und mit der anderen Hand überkreuzt du und versuchst die Nase zu berühren. Dann versuchst du dasselbe mit der anderen Seite, das heißt auflösen und wechseln. Die linke Hand wandert zum Ohrläppchen, rechte Hand zur Nase. Wenn das gut geht, gleich nochmal. Arme öffnen und wechseln. Und wenn diese Übung einfach ist für dich, versuchst du deine Nase mit dem Zeigefinger zu berühren. Das Ohrläppchen wird jedoch gehalten mit Daumen und Zeigefinger. Wechseln. 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 Die nächste Übung ist eine schwer koordinative Geschichte. Allerdings hat der Aram jetzt einen Knoten in den Armen, hätte ich gesagt. Doch nicht. Ihr seht, die Fingerspitzen bleiben an den Nasenflügeln, da ändert sich nichts, aber dann passiert was. Also wichtig, die Fingerspitze bleibt, nur die Arme bewegen sich. Arme rückwärts schwingen, beide gleichzeitig. Achte darauf, dass beide Arme durchgestreckt sind.
Dann rückwärts kraulen. Und wenn das gut funktioniert, versuchen wir die Arme gegengleich zu bewegen. Arme vor den Körper halten. Ein Arm bewegt sich rauf, der andere runter. Und dann noch immer nach ein paar Mal drin wechseln. Versuch wirklich mit beiden Armen einen schönen großen Kreis zu machen. Bei dieser Übung geht es darum, hinter dem Körper mit der Hand gegengleich zur anderen Ferse zu greifen. Unser Sportlehrer Alex mit Sohnemann Aram machen das perfekt. Eine Vorübung für den Handstand. Die Arme werden über den Kopf durchgestreckt. Dann gehst du langsam mit dem Oberkörper hinunter. Schaust, dass deine Schultern über deinen Händen bleiben. Du berührst den Boden, dann hebst du das hintere Bein hoch und dann springst du mit dem Bein, das vorne abgewinkelt ist, weg und wechselst die Beine in der Luft. Du musst am Anfang nicht so weit hinaufgehen. Wichtig ist, dass die Beine gestreckt gewechselt werden. Mach das 4-5 Mal hintereinander. Ganz wichtig ist, dass die Arme gestreckt bleiben. Vergiss nicht zum Atmen. Und dein Blick ist immer auf deine Hände gerichtet. Du schaust immer zu deinen Händen. Wenn diese Vorübung schon gut funktioniert, such dir zu Hause eine stabile Wand oder einen stabilen Papa. Und der stützt dich dann ab, wenn du versuchst, wirklich in den Handstand zu kommen. Dann wieder absenken. Immer wichtig beim Absenken, nicht beide Beine gleichzeitig. Und auch beim Hochschwingen nie beide Beine gleichzeitig, sondern immer das eine Bein zuerst. So, nach Mathematik und Vorlesen und Turnen ist heute wieder mal auch der Sachunterricht an der Reihe. Und einmal in der Woche beschäftigen wir uns mit einem Tier. Ich stelle dir mal ein kleines Rätsel. Wir machen es ganz schwer. Unser heutiges Tier ist eine Katze. Und zwar eine große Katze. Eine Raubkatze. Unser heutiges Tier hat, zumindest die Männchen, eine Mähne. Weißt du es schon? Und man nennt ihn auch den König der Tiere. Ich präsentiere der Löwe. König der Tiere, zweitgrößte Katze der Welt. Nur der Tiger ist noch größer. Knapp 2 Meter ohne Schwanz und 190 Kilogramm schwer. Mähne, so nennt man die Haare des Paschas, so heißt das Männchen, der Vater, der recht faul ist. Jagen müssen meistens die Weibchen in kleinen Gruppen. Gejagt werden vor allem Huftiere, Antilopen, Gazellen, Büffel, Zebras. Fressen dürfen aber der Pascha und die Männchen des Rudels, das ist die Löwengruppe, zuerst. Feinde. Außer dem Menschen nur Hyänen, die versuchen, Löwenbabys zu fressen. Lebensraum ist hauptsächlich Afrika, aber auch in Asien gibt es Löwen. Am liebsten leben Löwen in der Savanne, einer Baum- und Grassteppe. Top Speed. Auf Kurzstrecken 60 km/h sind Stundenkilometer. Alter, Löwen werden ungefähr 15 Jahre alt. Ja, Trax, faszinierend diese Löwen, oder? Wieso? Nun, haben bei den Raben auch die Männchen eine Mähne?
Weiß ich nicht. Schau dich mal in den Spiegel. Hast du eine Mähne? Oder haben Vögel keine Haare? Vögel haben Federn. Richtig, Drax, du passt ja doch immer besser auf. Also, das Besondere bei den Löwen, diese Mähne, diese längeren Haare als bei den Weibchen. Und, dass die Männchen die fauleren sind, ist, ach, das ist, glaube ich, nichts Besonderes. Das gilt auch bei den Raben, oder? Das habe ich überhört. Aber es stimmt, Drax. Was ich auch so spannend finde, Drax, ist, dass Hyänen, die eigentlich viel kleiner und schwächer als Löwen sind, sich an die Löwenbabys rantrauen und das auch sogar, wenn große Löwen in der Nähe sind. Da haben die Löwen oft einiges zu tun, um die Hyänen abzuwehren. Und gar nicht so langsam der Löwe, oder? Wenn da steht 60 Stundenkilometer auf kürzere Strecken, das ist so schnell wie ein Auto in der Stadt eigentlich nicht einmal fahren darf. Autos dürfen nämlich in der Stadt nur 50 km/h schnell fahren. Ja, Drax, das war's für unseren Montag, den 20.04. Was ist dein Ausblick in die Zukunft? Hoffentlich sperren bald alle Friseure auf. Wieso, Drax, wieso? Damit du endlich eine Dauerwelle bekommst. Also Drax, das verwechselst du jetzt mit der Fräulein Elisabeth. Die braucht ihre Dauerwelle. Ach so. Bei mir? Bei dir weiß ich, was du brauchst. Schuhcreme. Hä? Schuhcreme? Na klar, zum Glatze polieren! Alle wegschauen, ich misshandle meinen Raben jetzt. Schöne 2 Tage bis zur nächsten Drax-Show. Und tschüss!